Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt es vielleicht schon sehen an der Location, wo ich bin. Ich bin bei MTB Zone Spree in Mülheim an der Ruhr. Ein paar haben sich ja gewünscht, dass ich mal sage, wo das ist. Ich dachte mir so, ey, wir googeln ja heutzutage alle, da muss man gar nicht sagen, was ist. Und die Saison bricht ja bald an und ihr seht hier, ich habe ein Laufrad dabei. Und zwar das vom Norco. Ihr erinnert euch vielleicht an Greenhill, den Case am Road Gap. Ja, da wurde das Laufrad ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Hier die Nummer da. Ja. Das sieht tatsächlich auf Video, ist es sehr schwer zu zeigen. Ich habe das gestern dem André geschickt und habe schon gemerkt, es ist schwer, das zu zeigen, wie schlimm oder wie wenig schlimm es aussieht. Auf jeden Fall hat er gesagt, komm einfach vorbei, nimm's mit und gib's ab. Und es gibt ein paar News aus dem Laden. Und zwar gibt's ein sehr interessantes neues Bike, das hatte ich schon mal in der Instagram-Story, glaube ich. Und eine komplett neue Marke, die jetzt hier mit dabei ist. Und die ist auf jeden Fall interessant, weil davon gibt es gar nicht mal so viele Videos. Und die ersten Bikes sind schon da und die schauen wir uns heute gemeinsam an. Viel Spaß! So, wir gehen mal zusammen ganz kurze Tour durch den Laden. Das erste, was auffällt, es gibt jetzt so Sitzsäcke und da oben steht auch die Lounge, die wird auch immer irgendwie voller. Da steht jetzt auch schon mittlerweile so ein kleines Banner. Die neuen Räder, die stehen jetzt da hinter der Kamera, die zeige ich euch natürlich erst gleich. Aber es hat sich auch so noch ein bisschen was getan. Und zwar hier oben seht ihr das. Erst also das Logo, der Schriftzug und so weiter. Und es gibt jetzt, ja, wie schon angekündigt, diese kleine Vitrine für Hope-Bremsen. Die zeige ich euch auch mal ganz kurz. Ja, wie ihr seht, verändert sich einiges, weil es ja alles noch im Aufbau. Und nicht vergessen, ne, im April, 15. April, ist das Opening. Da auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, vorbeizuschauen, kommt rum. Ich bin auf jeden Fall auch da und ja, wir können ein bisschen quatschen, schauen uns den Store an. Und ich habe gerade erfahren, es gibt eventuell sogar so eine kleine Challenge mit, ich kenne diese Manual Trainer bestimmt, ne? Und ja, so einen wollen wir hier bauen und dann gibt es eine kleine Challenge damit, so dass es für jeden ein bisschen was zu gewinnen gibt und am Ende des Openings gibt es da vielleicht einen Platz 1, der dann ein besonderes Giveaway bekommt. Aber jetzt checken wir erstmal die neuen Bikes ab. So Leute, hier haben wir das Bulls Daytona. Schon mal vorweg, das Fahrrad ist leider schon verkauft, das heißt, ihr könnt es nicht mehr haben. Aber weil man so ein Fahrrad halt nicht alle Tage sieht, wollte ich euch das dennoch einmal zeigen. Von dem Fahrrad gibt es nur 50 Stück, das heißt, es ist limitiert und hat allerdings auch einen stolzen Preis, aber den kann ich euch mal ganz kurz am Ende sagen. Das Fahrwerk ist ein Intent-Fahrwerk. Das ist so ein Fahrwerk, das sieht man halt wirklich nicht alle Tage. Ich habe mir hier sagen lassen, dass das Ansprechverhalten mega sein soll. Die Optik ist allerdings schon natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man so ein Liebhaber ist und auf sowas steht, dann denke ich mir, ist das eine coole Sache. Ansonsten ist alles eigentlich ziemlich Premium an dem Rad. THP, DHR, Evo-Bremsen sind verbaut. Dann Euslick-Kette, Kassette. AXS Sattelstütze, Schaltung läuft auch über Funk, Shimano EP8 Motor, 85 Newtonmeter, ja, also eigentlich ziemlich cool alles. Ja, vorne und hinten Schwalbereifen, Magic Mary vorne, Big Betty hinten, so die klassische Kombi, die man so oft sieht. Und ich wollte euch das Rad einfach mal zeigen, weil das einfach so ein Fahrrad ist, das, weiß nicht, sieht man halt wirklich nicht alle Tage. Und da das jetzt hier mal im Laden steht und ich das mal sehen kann und euch zeigen kann, wollte ich euch das zumindest einmal vorstellen. Aber die Marke, die vielleicht noch mehr Leute da draußen interessiert und die jetzt hier im Store ist, heißt Transition. Ihr habt die vielleicht schon mal gehört, denke ich mal. Wer Rampage geguckt hat, der hat mit Sicherheit schon mal da einen Fahrer mit Transition Bikes gesehen.
Und die haben wirklich alles in der Modellpalette. Und hier kommen jetzt so langsam die Räder von Transition in den Store. Und zwei haben wir schon hier und die kann ich euch heute schon mal zeigen. Die Marke Transition haben wir jetzt hier und es gibt schon zwei Bikes und das sind die Repeater. Die sind eher ja so ein bisschen potenteres Enduro, könnte man sagen. 160 mm vorne, 160 mm hinten. Haben schon eine ziemlich gute Ausstattung jetzt hier, die die Bikes mit sich bringen. Magura MT7 Bremse, vorne schon eine Zep Ultimate Gabel und so weiter und so fort. Also ihr könnt die genauen Spezifikationen natürlich auch immer bei Transition auf der Homepage checken. Was ich mega cool finde, es gibt ja ziemlich wenig Transition Bikes hier irgendwie so in Deutschland und vor allem auch ziemlich wenig Händler. Und hier könnt ihr jetzt die Bikes anschauen, Probe fahren, kaufen und habt halt einen Laden, müsst es nicht bei Transitions da Transition direkt bestellen. Shimano EP8 Motor ist drin, 85 Newtonmeter, ich denke altbekannt, muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel zu sagen. Was aber ziemlich cool ist, das Bike hat tatsächlich für ein EMTB mit einem 630 Wattstunden Akku nur 22 Kilo. Und ich habe es eben mal hochgehoben, es fühlt sich wirklich leicht und kompakt an. Und durch die Geometrie, die mir persönlich voll zusagt, ich bin eben mal eine kleine Runde durch den Laden gefahren, macht das Bike schon direkt so beim ersten Draufsetzen, denkt man sich so, yo, also ich hatte so gemerkt, boah, ich hätte einfach nur gerne, glaube ich, einen Lenker mit mehr Rise. Ich bin das Bike, das ist jetzt XLer, bin es in L gefahren, das steht hier neben der Kamera, aber ist im Endeffekt das gleiche Modell, nur mit einer schlechteren Gabel, glaube ich. Ich finde auf jeden Fall, die Bikes haben schon eine mega coole Optik. Checkt auf jeden Fall mal die Bikes auf der Website von Transition aus und wenn ihr so ein Bike haben wollt, dann bekommt ihr das halt tatsächlich jetzt hier im Shop. Es kommen jetzt nach und nach mehr Bikes raus und sobald die released werden, kommen die auch direkt hier in den Store. Und ich wollte euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten, ist tatsächlich, ich habe gerade eben mit André geredet und dachte mir so, ich hätte schon Bock auf ein neues Fahrrad, ne? Ich hatte ja die Instagram-Story letztens gepostet und vielleicht doch nochmal ein Enduro-Bike, was sich vielleicht auch besser bergauf fahren lässt oder so. Ja, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ja, ich hätte auf jeden Fall mal wieder Lust auf ein neues Bike, wie das halt so ist. Es gibt auch noch ein paar andere News, die zeige ich euch mal, die stehen hier um die Ecke. Ich nehme euch mal kurz mit. Seht ihr hier den ganzen Aufwand, ne? Hier Setup und so weiter. Wir haben nämlich auch im Laden hier jetzt ein paar neue Helme. Es sind einige neue Helme angekommen von Liert. Ich glaube, der Marvin fährt so einen. Ich zeige euch den mal hier. Marv, ich glaube, du fährst genau so einen Helm. Finde ich ganz schick. Wenn ihr mal Bock habt auf einen Vergleich zwischen verschiedenen Helmen, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wir haben ja jetzt durch den Laden hier echt ein paar mehr Möglichkeiten auf dem Kanal, euch ja einen Content zu bieten, den ich jetzt alleine gar nicht stemmen könnte, wie zum Beispiel diese ganzen Bikes vorzustellen oder auch ja, mal Schuhe vorzustellen, ne? Guck mal, Schuhe und so weiter. Oder auch, ja, was weiß ich, alles Mögliche. Schreibt das gerne in die Kommentare, was euch da interessiert, was ihr gerne mal sehen wollt. Dann können wir das hier zu, ja, 99%, denke ich mal, umsetzen. Und ja, das war's mit dem Video. Ich wollte euch das mal einfach, ja, näher bringen. Freut euch auf die Saison, Leute. Ich hoffe, dass das Laufrad vom Norco schnellstmöglich fertig ist und ich auch endlich in die Parksaison starten kann. Nicht vergessen, Opening, 15. April, sehen wir uns hier im Laden vor Ort, quatschen, chillen und haben eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao, ciao.